So, und herzlich willkommen bei einem, wie mir scheint, Let's Play. Und ich muss zuerst mal sagen, dass ich gestern einfach es nicht erwarten konnte, loszulegen. Hab dann mitten in der Nacht angefangen und wollte eigentlich einfach mal so 5 Minuten antesten, mal so gucken, wie die Grafik ist, wie das alles läuft, ne? Und dann war da mal ganz schnell eine Stunde draus geworden. Sieh mal einer an. Ah, ja. Er ist ein braver Hund. Und auch klug. Ich mag dich. Du bist das, was das Commonwealth braucht. Und ich hoffe, du bewahrst dir dein reines Herz. Denn dein Weg wird kein leichter sein. Ich habe es gesehen. Sag mir bitte, was du weißt. Ich fühle mich wie eine verrückte Alte auf. Das sind die Camps. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Seit meiner Kindheit. Das ist unglaublich. Ich kann ein bisschen. Weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid, ja. Und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Verdammt. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Gehörst du zum Rettungsteam? Immer diese enttäuschenden Antworten. Man findet nie wirklich heraus, was man wissen möchte. Ich nehme ein bisschen spartanisch auf im Moment. Muss ich ehrlich gestehen. Was war jetzt nochmal meine Mission? Ich muss irgendwas holen. Da ist ein Exit. Jo. Aber ich habe vergessen, was. Oder hätte ich noch mit denen reden sollen? Ich weiß es gerade echt nicht. Kann mir da gerade keinen Reim drauf machen. Es war auch gestern verdammt spät, also es war eigentlich nicht geplant. Es waren halt, ich wollte 5 Minuten zocken und dann war da halt irgendwie eine Stunde draus geworden. Sollte ich mittlerweile alles hochgeladen haben. Hoffe ich doch. Ich glaube, das sieht richtig aus. Aber da fehlt noch was. Fehlt definitiv. Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Wow. Hast du das gesehen? Da sind sie ja. Oh fuck. Was mache ich da jetzt dagegen? Ich glaube. Kronkorken. Oh Mann, ich glaube aber, ich kann das doch nicht nehmen, oder? Ich meine, ich kann da reingehen, aber ich glaube, der läuft doch nicht. Der hat doch keine Batterie dazu, oder? Keine Energie, jo. Wie war denn das? Ich habe die Wegverfolgung echt noch nicht drauf mit dem Spiel. Es ist echt ein bisschen neu für mich. Aber okay. Vielleicht versteht man deswegen die leichte Verwirrtheit. Ach du heilige Scheiße. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Ich brauche Informationen, Spaß. Willst du es versuchen? Schlechter als ich kannst du nicht sein.
Hacking. Bin echt überfragt, wie das gehen soll. Naja, fuck this shit. Ich glaube, es geht hier irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob Springen da eine so tolle Idee ist. Ja. Give me your stuff. Mein Dad. Interessant. Der NerdLP meinte, ich soll auf jeden Fall auf einfach alles einsammeln, was es so gibt. So ein kleiner Kind. Ich glaube, das wäre die Tür gewesen, ne? Lass dir nichts erzählen. Ah, so nah und doch so fern. Auf jeden Fall meinte der, ich soll möglichst alles einsammeln, weil das irgendwie später nützlich sein könnte. Ich dachte mir, ja, warum nicht? Okay, gut, jetzt bin ich hier oben draußen. Es war immer noch nicht die richtige Tür, aber die Idee, wie wir denken, wie ich denke und warum drittpersone ich mich. Ich bin echt einfach nur zu doof, um den Weg gerade zu finden. Ne? Da ist eine Treppe. Eine Treppe. Ja, das ist zu einfach. Ne? Das Treppe kann ja jeder. Schmutziges Wasser. Wurstwasser ist schmutziges Wasser. So, ja, das ist der richtige Weg. Okay. Cool. Ich bin ein Naturtalent. Ich dachte, das wird jetzt voll hart, ne? Fett. Das ist das Ding auf jeden Fall. So. Jetzt finde ich den Weg. Vielleicht. Einfach nur, wenn ich gut bin. Aber ich finde auf jeden Fall Patrons. Oh mein Gott. So. Hier rum, hier rum. Es ist unterwegs. Darum. Es ist wütend. Bam, 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 bam. Jetzt können wir die dicke, fette Gerät benutzen. Und die Räder vernichten, diese kleine Wichte. Warte, draußen ist was. Die Fusionskern ist drin. Jetzt könnte es lustig werden.
Oder ich könnte fehlen. Da kann man auch vorkommen. Überwältigt. Ich muss mich gerade so konzentrieren zum Zielen, ne? Ich bin das nicht mehr gewöhnt, dabei noch zu labern. Wow. Soll ich jetzt mal runter springen so? Ich mach's mal. Okay, gut. Ich hätte es die ganze Zeit tun können. Oh, jetzt ist voll Rampage Time. Oh Gott, da ist so ein Riesenvieh. Give me your stuff. Ich hab bloß keinen Bock auf das Viech so richtig. Denk mir, das kann man schlau machen. Oder kommt es jetzt hoch? Wo ist das Vieh? Was soll mir schon passieren? Ich bin super mächtig, heftig Rüstung, man. So. Hier ist noch ein Feind irgendwo. Bitch, nigga. Oh, that's racist, sorry. Shit. Die, Motherfucker. Das ist echt cool, das Spiel. Also, ich glaube, man versteht, warum mich das so ein bisschen im Bann zieht. Heftig cool. Ich dachte nicht, dass ich das so schaffe. Mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Kein Aufstand. Boah. Die wunderschöne Rüstung. Das war... wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Pardonemor. Es beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary.
Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mehr das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund wird es auch brauchen. Also legen wir Keine los. Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als wartet, das hier entspannt kann es wohl kaum. Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Zurück nach England mit euch! Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zukunft. Los, June, wir müssen gehen. Okay. So. Ich fand halt irgendwie die Hauptstory eigentlich eher langweilig. Kommst du mit ins... Das sah ziemlich, ziemlich aussichtslos aus. Mit welchem Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf... Hi. Wir müssen weiter. Klingt, als solltest du dich besser Sturges. Auf den Weg nach Diamond City machen. Was. Da gibt's keinen Zweifel. So, bin jetzt mal gespannt, wo es mit denen hingeht. Ich finde halt einfach das Level-Design oder beziehungsweise das ganze Konzept von der Welt so unheimlich cool. Naja, fesselnd, möchte man sagen. Es gefällt mir sehr. Garden wir die Leute hier auf dem Weg nach, keine Ahnung wohin. Da sind Kisten. Oder Shit, den man brauchen könnte. Ich kann immer noch nicht glauben, sagt der Nerd. Erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ahahaha. Die Tote ist gerade vernichtet. Wir müssen weiter. Auf geht's. You lead the way, bro. Noch 30% HP steht hier. Naja. Wird schon schief gehen, ne? Ist ja geskriptet. Da muss ja sehr idiotensicher sein. Denke ich mir einfach mal.
Ich hoffe, das sieht nach dem Rendern auch so geil aus, wie es jetzt gerade aussieht beim Spielen. Ich finde es ziemlich praktisch, mit Shadowplay aufzunehmen mittlerweile. Das funktioniert ganz gut. Ich diesen alten Pickel am Arsch des Commonwealths vermissen werde. Falls du von hier kommst, das war nicht böse gemeint. Wo gehen wir hin, Marcy? Keine Sorge, June. Bleib einfach bei mir. Es wird alles gut. Oh, okay. Ich dachte halt, es gäbe wesentlich mehr Zombies. Aber wahrscheinlich geht mein Wunsch sehr bald viel zu krass in Erfüllung. Blutkäferrüssel. Naja, auf jeden Fall gefällt mir mein neues Rig. Ich glaube, ich habe gerade mein neues Feriendomizil entdeckt. Deine Vorstellung vom Paradies. Mein Hundi-Hund. Könnte gutes Zeug drin sein. Aber gehen wir zuerst nach Sanctuary. Ich glaube, es ist. Hey, Junge! Los, Junge. Wir müssen gehen. Und er folgt uns wieder. Sehr gut. Bin eigentlich eher so der Katzenfriend. Aber der Hund ist ziemlich cool. Auf jeden Fall sehr hilfreich und macht mega Spaß. Wahrscheinlich hätte ich den verloren. Glaub's ja nicht. Das ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Das bedeutet, dass das die Old North Bridge sein muss. Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, seit wir Quincy verlassen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Boss, aber ich find's schön, dass du dich darüber freust. Schön geskriptet, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Brücke kackt jetzt nicht zusammen, wenn ich drüber laufe. Okay. Too obvious. Kann ich eigentlich auch schlagen? Ich erkunde das mal weiter. Ich bin hier sehr verwirrt. Vom Gameplay noch ein bisschen überfordert, muss ich ernsthaft sagen. Na gut, scheint langweilig zu sein. Hund, bewache die Leute. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich frage mich, ob wir hier nicht in dem Kaff sind, wo doch unser Zuhause ist und der Roboter doch irgendwo auch chillt. Robo Bro. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor
über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Bewegen sich schon wie Zombies, so, ne? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Siedler, Diedler, Diedler, Diedler. Bin ich hier noch richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich soll den Siedlermensch anvisieren. Oh. Full HP. Okay, gut, net to know. So. Ja, wo sind die? Doch, ich mag sie wohl mit markieren. Okay, gut. Es scheint, naja. Ich glaube, ich muss jetzt dahin. Speziell, ah, da ist noch der Mensch. Die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Ich glaube, die machen sich hier auch auf dem Weg dahin. Ich glaube, unser Weg soll woanders hinführen. Oder auf jeden Fall geht er mir viel zu langsam, ich weiß es nicht. Nicht bestimmt genug. Das reicht mir nicht. Splittergranate. Und im Eimer. Kinder, was ist da los? So.
Habe ich jetzt auf die Karte... verdammt, wie komme ich... Da? Also ich glaube, ich habe jetzt eine große Distanz zu reisen. Aber ich habe eine vierbeinige Begleitung. Boah, muss ich jetzt wirklich herumlaufen? Das finde ich voll uncool. Ich wollte Gameplay. Nicht walk around, explore and chill. Kill, kill, oh shit. Muss dem doch auch mal irgendwas zu fressen geben. Todeskrallenfleisch, bisschen radioaktiv. Nee. Das ist nicht für ein Hundi. Aber hat er gut gemacht. Hat er Hunde gut gemacht. Ich sag ja, Vierbeiner besser als manche Menschen. Sag mir, dass das nur ein Blatt Papier war. This way is right. We lost all the energy. This was... Ja, spielt sich doch ziemlich wie ein Shooter, gefällt mir auch ganz gut. Wobei ich ja persönlich sehr gespannt bin, sehr gehypt bin aufs neue Deus Ex, das ich schon vorgestellt habe, auf jeden Fall. Da erhoffe ich mir richtig viel von. Hund. Wo
ist der Kontin? Ja, eigentlich volle Kanne drauf. Oh, ich muss aufhören, über Escape zu drücken. Oh, wo ist man? Oh, Hund. Wo warst du, Doggemeat? Hast du dich an die Leiche gefräst? Kommst du her? Position halten. Wie geht's dir, Kumpel? Mein guter Doggemeat. Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Gut, okay. Oh. Zombie. Wollte ich die Kills haben, da kommt glaube ich noch einer. Da hinten hat was gezuckt. Und versagt. Das hat mich jetzt leicht geschockt. Jetzt gilt's. Motherfucker! Und tu was. Verteidige dich, Hund. Spiel nicht nur den Köderhund. Boah, ist das nicht voll Kugeln verschwendet, ey. Wehe, wenn nicht. Baggett. Bin absolut für manuelles Schießen. Es scheint es hier nicht so richtig zu bringen. Das war voll für den Arsch. Boah, war das für ein Po. Tja. And sometimes in life you fail. Miserably. Was sagt die Map? Map sagt, ich bin eigentlich weit ab. Also dabei in die andere Richtung. Bevor wir hier noch mehr Zeit verschwenden.
Und vor allem Munition, weil ich glaube. Ah, dafür habe ich jetzt auch einmal. Geil. Das war der Schlägel. Ich glaube, ja, das war ja auch mal hier so ein Ding. Wie kann man so failen, ey, wie ich? Nein, da laufen, glaube ich, Menschen. Better reload my weapon. Irgendwas ist aber hier rum. Das ist eine radioactive Cow. Das habt ihr doch aber auch gesehen. Ach Gott. Auf jeden Fall geht's, glaube ich, hier jetzt hoch. So weit hätten wir es eigentlich schon gefunden. Sieht er richtig aus. Diese Kuh, ey, macht mich fertig. Ist ja heftig. So. Jo, da sind wir richtig. Was ist das mit den Minuten gewesen? Was willst du? Ich würde nicht drauf wir helfen, brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Erledigt. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Hat nichts zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Geht mich nichts an! Wow! Was? Haben Gesellschaft! Bitte was? Oh fuck. Das sollte ich wohl tun, ja. Dann nehmen wir mal so ein Steampack. Sich. Thank you.
Gott sei Dank ist das Vieh tot, ey. What the fuck, man? Wo liegt er denn? Der ging doch down. Wo ist er denn down gegangen? Nein. Verdammt, wo liegt der? Da. Ein Toaster hatte der dabei. Sehr gut. Wir wurden unterbrochen. Hallo. Ich wusste, du würdest uns helfen. Gut, ich muss jetzt also da lang und einen Wichser killen. Jo, läuft. Also ich lauf. No. Ach du heilige Scheiße. Verfolgt mich der jetzt? Er verfolgt sie mir im Arsch. Geh da jetzt rein. Ich bin nicht da. Fick dich. Zeit für Regeneration. So. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Aber es scheint mir gut zu tun. Was mache ich jetzt gegen den Kackroboter, ey? Oh, diese Mamischen. Hey. I can end tomatoes. Eigentlich hasse ich Tomaten. Ich mag die nicht mal auf dem Döner. Ich habe Tomaten geerntet. Was willst du? What is to do next? Verdammt. Ich darf den nicht in die Suppe spucken, ey. Hart. Ist ja mies, ey. Gut. Scheinbar muss man sich den Respekt erst verdienen, dadurch, dass man den komischen Roboter erledigt. Ich speichere jetzt aber erst nochmal. Dem Motherfucker mag sich, glaube ich, keiner so richtig anlegen, ey. Hier auch nicht. Fuck. Ja, komm, I'm gonna make a run for it. Worst decision of my life. Make a run for it. Da muss man, glaube ich. Ah, den muss ich erstmal klein kriegen. Scheiße. Ich habe da noch mehr Knallen. Was geht?
So, komm, das geht doch mal auf die 4. Das könnte auch geil sein, mal auf die 5. Sogar Ammo für, komm. Was haben wir hier? Das Ding, komm. Machen wir nochmal einen Speicherstand hier. Jetzt geht was. Oder ich gehe einfach über die Brücke. Vielleicht läuft das ja. Vielleicht läuft das, wenn man so läuft. Ich sollte schleichen. Epic Kill ist epic. Oh, so wird man auch geil. Revolver Ammo los auf jeden Fall. Mal auf der 4. Improvisierte Maschinenpistole. Die Maschinenpistolen-Sachen sparen wir uns mal. Nehmen wir halt wirklich hierfür mal den Revolver. Red X wirkt nicht mehr. Jetzt strahlen wir wieder. Ja, also. Entschuldigung, ich bin gerade echt nicht mehr so gesprächig wie früher. Das hat alles früher mal ein bisschen besser geklappt. Aber das Game hier ist einfach ein bisschen zu krass awesome. Das Bett. Da kann man schlafen. Ich hab Musik. Da ist ein toter Plünder oder schlafend. Wie dem auch sei. Eine Metallkiste. So. Ich kann auf jeden Fall Wasser aufbereiten. Das wollen wir tun. Und ich glaube, das war es auch schon ziemlich. Nein, Murdoch-Fleisch kann ich mir machen. Sehr gut. Kann ich mir auch tun. Sehr gut. Todeskrallensteak. Wow. Das nenne ich mal ein Festmahl gekocht. 6 Stunden Schlaf. Das ist was, wo ich Arnold Schwarzenegger echt recht geben muss. Das funktioniert für mich immer ziemlich gut. So. Aluminium. Ich dachte mir doch, what the fuck? Boah, ja. Ich hab gerade, glaube ich, gerade gelernt, wie man crittet. Muss man auch erstmal lernen. Was sucht die Kuh hier? So,
So, Musikprojekte an meinem Handy. Doku. Boah, hier muss doch irgendwas plünderbar sein. Ja, komm, ey. Kritisch. Cool. Die Verwirrungskuh. Oder was das auch immer sein mag. Was ein cooles Auto. Bin so geflasht von der Welt. Die Medien versuchen das ja mit aller Gewalt irgendwie so durchzubringen. Dass man wirklich an sowas glaubt. Ich halte es für ziemlich schrecklich, aber unheimlich cool, dass es Leute gibt, die das simulieren können. Da wird geballert. Da ist ein Maulroboter. An die ich nicht rankomme, weil es gerade weg ist. Ja gut, ich kann jetzt nicht feststellen, dass da irgendwie jemand wäre. Feindlich. Ich denke mal, ich werde schon so die Intruder-Rolle spielen jetzt. Gehen wir mal noch bis dahin, bis zum nächsten Questgeber. Oh, das Auto sieht fast guten Schuss aus, wollte ich sagen. We are in Lexington. Da kann ich eigentlich nicht irgendwie meinen. Stats leveln. Wahrnehmung auf 11 ist vielleicht jetzt nicht so saugeil. So, da geht noch nichts an Skills, ne? Sheesh. Oh. Hat auch nochmal einen. Oh, Motherfuckers. Ich hab keinen Bock auf dich, ich will die komischen Leute finden. Die mir helfen sollen. Krass. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Gut, dann starten wir das nächste Mal wieder von da. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.